Jetzt spielen wir wirklich ein gutes Game. Jetzt wirklich. Jetzt spielen wir ein Spiel, was wir schon mal gespielt haben, aber die Demo. Jetzt spielen wir das volle Game. On God. On God. Nein, das wird kein flackerndes Scheiß-Game sein, wo du Kopfschmerzen bekommst. So, könnt ihr euch noch daran erinnern, Chat? Ist gar nicht so lange her. Vielleicht 2 Monate. Oh, ich hab das Ding jetzt vergessen. Das war so ein Dingens-Game. Das sind so ein paar Teenager irgendwie am Zelten und dort ist wohl irgendwie Werwolf-Action unterwegs. Und ja, das hat mir irgendwie so 1 Stunde oder so gespielt, eine halbe Stunde vielleicht gespielt. Und dann habe ich festgestellt, dass es nur eine Demo ist. Und ja, jetzt ist das Game komplett draußen. Und das war eigentlich actually ganz cool. Ist so ein bisschen trashig, aber auf die lustige Art und Weise trashig. So oh, guck mal, wir können sogar skippen. Aber ich denke mal, wir waren wieder von vorne, ne? Playthroughs cannot be started from chapter 3. Okay. Aber ich denke mal, wir starten wieder von vorne, ne? Ist so ein bisschen, diese typischen Teenie-Slaughter-Filme von früher so mäßig. So Until Dawn-mäßig quasi. So ein bisschen trashig, aber irgendwie auch ganz cool. The dream again. Well, I guess I should get up anyway. Das ist das Game. Ja, das haben wir nicht so lange her gespielt. Vor 2 Monaten vielleicht oder so. Looks like Melissa called me. I guess I should call her back. Hey Jane, it's been a while. Yeah, it has. I hope you've been all right. Yeah, I've been great actually. Just busy. How about you? Doing all right, not dead. That's good to hear. I was beginning to wonder. Can't get rid of me that easily. Hey, I'm going to be back in town soon. We should hang out. Really? Yeah, that would be great. Yeah. Jack actually had an idea where we could go on a little camping trip this weekend, like old times. Would you be interested? Haha, yeah, that could be fun. Great, I'm so excited. I think James is coming too. Really? What's the occasion? It's a secret. Oh, come on. Nope. You'll have to wait. Fine, fine. Ich erinnere, ja. Das war ganz funny. Somewhere in Ohio. Ohio! Ist das mit der Bobcat? Kann sein. Well, we are here. This is the campsite? Yeah. Nice, isn't it? I don't know. What do you think? Ich mag. Yeah, it's cool, I guess. I don't know. Maybe it will grow on me. At least we can have a fire. We used to hang out near here forever ago. I guess you guys didn't come along. Well, we should start getting things set up before it gets dark, Digga. War doch das Spiel mit dem Sparfuchs. Nee, das war nicht das Sparfuchsspiel. Oder? Nein, das war nicht das Sparfuchsspiel. Ja, und das ist ein Zelt und das liegt jetzt auf dem Boden so. Und normalerweise liegt das ja nicht auf dem Boden, normalerweise steht es, ne? Ja, genau, aber wie bringen wir es zum Stehen? Ja, das ist ein Zelt. Das ist ein Zelt und es liegt auf dem Boden.
Aber irgendwie muss es doch stehen. Ich weiß nicht, wie es zum Stehen kommt. Vielleicht macht das gleich James. Ich tue so, als würde ich was anderes machen. Oh, da ist eine Schnecke. Ich werde die Schnecke einfach essen. Das fällt gar nicht auf. Ich wollte es nicht sagen, aber ja. Was macht ein Kegin im Spiel? Hey, I'm glad you ended up coming. Well, Melissa wouldn't really take no for an answer. But yeah, me too. It's nice to see you. Yeah, you too. Do you need help with anything? It looks like we forgot to buy the firewood on the way here. Melissa won't be happy about that. Yeah. There might still be some firewood left over inside a shack that's near here. Do you think you could go grab it? Sure. How do I get there? Oh, it's not too far. Just follow the right path and you will find it. All right. See what I can do. Cool. It's going to get dark soon, though. You should take this. It's dangerous to go alone. Thanks. Try not to get lost. Hä, den gab's doch schon mal in dem Spiel, das du gespielt hast. Nein. Niemals. Hoffentlich stirbt Keggy nicht als erstes. Ich werde nicht als erstes sterben. Ich überlebe. Ich weiß auf jeden Fall, wer noch hier sterben wird. Fear the moon! It's accidentally locked the shed on my way out. Whoops! I think the key should be somewhere in that abandoned vehicle on the cliff. Also, I think something might have died in there. The place reeks. Ich glaube, Ricky, du hast ein Déjà-vu. He's watching you. Das war wirklich das Sparfuchsspiel? Wildenten? Ein Sparfuchs. Sparfuchs. Junge, was für fucking Sparfuchs. Brainrot, Alter. Junge, Junge, Junge. It said they stalk the woods at night, forever starving, forever in pain, aching to fill their empty stomachs, to feast on meat and organs. And once you hear their scratches echoing through the trees, it's already too late. Wir haben noch nichts scratchen gehört. Alles gut. Meinst du, Sparfuchs hat Riss-Aura? Creepy, isn't it? Googly! Oh, James, you scared me. Boobs! What were you saying? Apfeltee, Wasserkocher an. Oh, I guess it's pretty creepy. Mario Maker! Okay. Flip. Regenwürmer zum Angeln oder so. Endlich jemand, mit dem man sich richtig unterhalten kann. Halt wirklich.
Das ist der wahre Horror. Das ist wie dieses Scheiß-Game mit Michael Jackson, wo er die ganze Zeit hinter dir herrennt, so. So, das einfach aber dann mit mir als Spiel. Und ich laufe die ganze Zeit hinter dir her und mach Wasserkocher an, Beutel rein, geil Apfeltee. It's gotten pretty dark, I should head back. Vögli. Schon wieder Vögli. Das war der Sparfuchs. Stimmt. Das Spiel habe ich schon mal gespielt. Also nicht das. Aber es gab, stimmt, es gab so ein Horror-Game, wo so ein Keggy-PNG durch so ein Labyrinth gelaufen ist. Ich erinnere mich. Ich weiß aber nicht, ob er Wasserkocher angesungen hatte. Oder irgendwas anderes gesagt hatte. Irgendwelche anderen Lines von mir. Wie konntest du das vergessen? Ja, sorry, dass ich mir nicht alles merken kann in meinem Leben. Hot Dog. Wuff. Hey, Googly. I heard something weird in the woods. Bruder Magie? Apfeltee? I don't know, like a wolf or something. Boops! Wasserkocher an! Maybe it was the wolfman. Come on now, Jack. Don't be ridiculous. What? He could be real. You know the stories too. Yeah, I do. And it's made up. What's the wolfman? Just a bit of an urban legend around here. I swear I saw him in the woods of one time after a party, man. And how many drinks did you have at that night? I don't know. A few. I really did see something, though. It was tall and had these bright yellow eyes. Is that why you choose this place, Jack? Maybe. I can't believe you. I can't believe. I'm sure it was probably nothing. Just freaked me out a bit. Can we get this fire started now? It's getting cold out here. Yeah, I'm ready to relax, nigga. Fine, fine. I'll get it started. Verwechsel das gerade auch zum Teil mit, aber in meinem Kopf ist das Spiel gerade, kombiniert sich das gerade mit einem anderen Spiel. Wo es auch irgendwie um Werwölfe gab, ging. Wo am Ende noch so ein Typ an einem Galgen hing. Das haben wir, glaube ich, am selben Tag gespielt, beide Spiele, das hier und das andere. Und bei mir hat sich das gerade in meinem Gehirn vermischt und ich dachte, das kommt hier auch noch, aber das kommt hier gar nicht. Ja, das war pixeliger, das war so PS1-Grafik. Ich kann mich an keins von beiden erinnern, vielleicht warst du an dem Tag gar nicht da. Jane, what are you looking at? Huh? Oh, sorry. It's just that it's a full moon out tonight. So it sure is pretty, huh? Yeah. Well, when you're done admiring it, come get your food. It's getting cold. Okay, cool, cool, thanks. Ach, Keggy. Wieso sitzt du wieder außen und säufst alleine? Komm doch mit in die Runde. Ah, du überlegst dir den nächsten Geniestreich für deine Mario Maker Videos. Ja gut, dann lass dich in Ruhe. I should get a bowl of food before I sit down. I'll need a bowl first.
Habe ich doch gerade genommen. Ich muss es equippen. Warum enden so viele Spiele mit Galgen? Hast du Angst vor Galgen? Ja, Galgen ist gruselig. Also, Horrorgame. Jason, man, was geht ab? Da ist Keggy wieder. So, do you guys want to hear the legend of the Wolfman? Oh, ja. Oh, great, this again. Hey, I know I can be obsessed with cryptid stuff sometimes, but this one is really creepy, Digga. Okay, sure. What is the Wolfman? Okay, so, it's an urban legend out here about the man that used to own this property. He disappeared a long time ago, and there are stories that he never actually left. And instead turned into a wolfman that lurks the woods, attacking and eating animals and even humans. That sounds silly. It actually gets more twisted than that. He had a sort of animal sanctuary out here with lots of dogs he would take in and take care of. And he lived completely alone, aside from the animals. So when he disappeared, no one knew was gone for a long time. When someone finally came out to check on him, they found something truly terrible inside the house. All the animals had starved to death, locked inside rooms and cages, scratches and blood all over the walls and doors. Oh my God, that's awful. Yeah, and that's not even the worst part. They say some of the animals had even started eating each other. But really, it's just stories told to try and keep kids from coming out here and underage drinking. Plus, with all the parties that used to happen out here, stories were bound to made up from the things people thought they saw or heard. There's even been a few missing persons out here. Yeah, that's really why people don't come out here anymore. Cops really started cracking down on the place after that. So, why are we out here? For old time's sake. Plus, all the danger makes more exciting. You wouldn't want to hang out at any old campground, would you? It's okay, the most dangerous thing out here is deer and bobcats. Ah, da. Bobcats. Da haben wir's. Oh, and Jack here. Dangerously handsome, maybe. Oh my God. Ich glaube, der Wolfmann ist ein Mann, der ein Wolf ist. Ich glaube, du bist an was dran. It's been nice catching up, but I think I'm going to head to sleep. Yeah, same. Today has me beat. Wait, before you guys go, Jack and I have something to tell you. Oh, what is it? Well, guess I'll just say it. We are getting married. Oh, that's cool. Yep, finally decided to tie the knot. Wow, I'm happy for you guys. Thank you. Wait, daran kann ich mich erinnern. Also warst du doch da. You guys go ahead. Jack and I are going to hang out a little longer, I think. Okay. Ja, die machen hier rum und wir machen da hinten rum, Keggy. You can't take the tent. I'll be sleeping in the van. Ah, you can. Nicht, you can't. Ich weiß gar nicht, wo die Demo endete.
Mitternacht, Geisterstunde, es beginnt. Jane? Melissa, ich bin Jane. Did I just hear a scream? It sounded like it came from the that old shack. I should make sure everyone's okay. Lamp? Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Abfahrt. Der Sparfuchs war's. Der Sparfuchs hat Melissa und Jack erwischt. I wonder where our little friend went. Der Sparfuchs war hier. Jetzt ist er weg. Gruselt ihr euch schon? Jetzt geht's los. Hallo? Okay. Oh shit. Jane, what happened here? I don't know. Me and Jack were just out here messing around and something attacked us. It all happened so fast, I couldn't really tell what was happening, but I think Jack is hurt, like really hurt. But the thing, it was big and fast. It just picked him up and took him away like it was nothing. I think we have to get out of here. I don't know if we can help him, at least not on our own. Okay, we should get help. Yes, we need to get to the van. But Jack had the keys. I think he dropped them in here somewhere. We have to find them. Ist schon auf jeden Fall ein geiler Ort, um zu bimsen, oder? Auf irgendeiner richtig ekelhaften, ranzigen Matratze, die wahrscheinlich auch mies am Schimmeln ist. Hey, I found the van keys. Let's get out of here. Thank God. Okay, let's go. Jack? Is that you? Are you alive? Scheiße! Schnell zum Auto! Scheiß auf Melissa! Scheiß auf Jack! I have to get out of here. Die Szene ist von Until Dawn. Die Szene kommt in jedem Horrorfilm vor, wo Menschen am Fenster stehen. Als wir die Demo hier gespielt haben, habe ich auch die Szene predicted. Das ist halt so eine klassische Horrorszene. Lass abhauen. Scheiß auf Keggy, wir fahren ohne Keggy-Chat. Ich bin mir ziemlich sicher, hier war die Demo Ende. Also das ist jetzt neu. Wahrscheinlich, jetzt kommt hier auch ein Ladescreen, ja. Jetzt kommt der neue Part. Ist das jetzt ein Wehrsparfuchs oder ein Sparwehrfuchs? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich hoffe, die wird noch geklärt im Laufe des Spiels. My head hurts. I feel so strange, like something's under my skin. What did that thing do to me? Oh. Oh. Au. Meine ich wohl eher. Jane wird auch zum Werwolf. Ich denke mal, das ist mehr oder weniger obvious, dass wer der Werwolf ist. Ich denke mal, Keggy ist der Werwolf, oder? Oh, das ist ein Speicherpunkt.
I could store things inside here. Okay. Und er will wahrscheinlich sie halt auch zum Werwolf machen. This looks like Melissa's backpack. I should try to find her. Vielleicht hat er die anderen gar nicht umgebracht. Vielleicht hat er seine Freundin Melissa hier und Jack gar nicht umgebracht, sondern er verwandelt die auch alle zu Werwölfen. Und am Ende sind wir das Werwolf-Quartett. Okay, wir kommen da nicht rein. Da steht irgendwas im Weg. It's too dark to go that way. I'll need something to light the way with. Okay. Das ist unser Logo. Mond mit Schwert. Wir sind die Mondkriegerin. Okay, es gibt eine Hide-Mechanik. Die klauen wir. Gejoinkt! Da wird der Werwolf richtig wütend. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie spät es ist! Wolfmans Haus, page 1. It was their sophomore year of high school. And Toby had finally convinced Michelle to come with him to the Wolfman's house. He had wanted to go all summer after hearing about the ghost dogs that haunted the property. The house was chained shut on every entrance, so Toby brought some bolt cutters. They managed to get into the basement. Upon entering, they found strange stone artifacts, old books, and even an old sword. The artifact seemed to be inscribed with something, but not in a language either of them knew. Mm-hmm. Just some old books. Die haben den Werwolf beschworen. Okay, hier ist Stuck. Da können wir wahrscheinlich später aufbrechen oder so. It smells strange. I think I see bugs crawling around it. In Skibidi stand da, genau. Leg eine Schippe drauf und nimm die Fernbedienungsbatterien. Boah, das geht zu weit. Das will ich nicht. Das geht zu weit. Dann muss er jedes Mal aufstehen, wenn er umschalten will. Das heißt, er ist dann gezwungen, die ganze Zeit jede Werbepause sich anzuschauen. Weil niemand wird jede Werbepause aufstehen. Und Werbepausen im Fernsehen sind sehr lang. No water comes out. It's not real. I wish. I wonder who wrote this. Okay. No need for that. I wonder if it even works. Moin! Tobi! Altes Haus. Junge, das ist einfach so ein Jump Run. Das ist so Mario kommt hier aus dem Wasserhahn raus. Kommt auf seinen Kopf, springt dann drüber. Dann so ein Backjump, also rückwärts so ein Sprung, so hier drauf. Dann muss er hier so laufen und dann beim Lauf zurück, dass er dann diesen Rückwärtssprung machen kann. Und dann ist er hier drauf, zack. Und dann läuft er hier, zack, Walljump, und dann ist er oben. Das habe ich als Kind immer gespielt, stark. Mit dem Knife können wir wahrscheinlich jetzt die Schublade aufmachen. Ich habe letztens Short-Horror-Filme auf YouTube gesehen. Da gab es einfach Skibidi Toilet-Film. Der war so komisch. Auf eine gute Art und Weise komisch. Another gross bed.
Just some old books. Ich hoffe, das ist nicht mein Bett. Ich hoffe, der Werwolf hat das Bett nicht für mich rausgesucht. Seems like something leaning against the door. Oh mein Gott, das ist ja Jane! And Melissa! Shit, is that Melissa? She is dead! I can't believe this happening! Need to get out of here, Digga! Aber wieso hat er nur ihr Bauch aufgeschlitzt? Wieso hat er sie nicht gegessen? Die wird schlecht. Ich bin nicht über sie drüber gelaufen. Ich bin vorsichtig rechts, links, zack, zack. In die dunkle Ecke. Ja? Wo? Wieso? Weshalb? Warum? Looks like I won't getting out this way. Er ist über oben, oder? Er ist oben. Eins. Hello? Is anyone there? I need help. Hello? Is someone in there? Sounds like someone may be stuck inside. I just try to find a way in. Okay, eine Eins. Bei mir an der Tür war halt so ein Mond mit einem Schwert. Okay, was macht der Werwolf hier für eine komische Action, Alter? Was plant er hier? Okay, da können wir später Wasser holen. Okay. Rot, blau, grün. Hier ist rot. Und da sind vier Schlitze. Vielleicht ist das ein Zeichen? Hier ist blau, kein Schlitz. Also 0? Maybe? Looks like it's locked by some sort of security system. Und 1 hat auch nichts. Grün hat auch nichts. Okay, ich glaube, wir müssen in den Räumen der Zahlen wahrscheinlich finden. Page 2. Toby brought some equipment with him to help hunt for the ghost dogs, including a spirit box thought to allow the dead to communicate with the living and an EMF reader believed to detect the presence of ghosts. Toby couldn't have been more enthused as he held the EMF reader inside each cage, watching it rocket up to its highest level. 5. Watching sent chills down Michael's spine, but he wrote it off as a bad wiring in the dilapidated house. Still, though, the house gave him such an unsettled feeling, especially the strange noises he kept hearing coming from the empty rooms. Also die Boys haben hier einfach Phasmophobia gespielt und dann kam fucking Werwolf. Okay, wir haben den grünen Schlüssel. Starki. It's locked. Okay. Brauchen wir Lockpicks. Ja, hier sind leider die verstorbenen Tiere. Looks like something might be inside of whatever the disgusting stuff is. I could probably find something to grab it out of there. Ja, Digga, steck doch einfach deine Hand rein. Hey, Mathe, was geht ab? Grün, wir haben grün.
Ist hier auch jemand eingesperrt? 9! G9. Handschuh, okay. It's always listening. Be careful. It hates loud noises. This wood seems thin. I could probably break it down with something. Okay. Okay, da können wir noch da rein. Okay. G0. Nein, G9. Oh, das ist ein Lockpick. It's too dirty. Okay. Kann ich mit relaten. Aber ich kann es halt nicht waschen. Doch, kann ich. Hat sie nicht vorhin gesagt, das Ding funktioniert nicht? Okay. Wir haben Locky Picky. So, mit dem Hammer können wir die Bretter wegmachen. Die waren hinter der grünen Tür, ne? Nee? Okay, ich dachte dafür. Wofür soll der Hammer sonst sein? Haben wir eine Idee, Chat? Ach so, Hammer ausrüsten. Du bist so schlau. Chat, er kommt. Chat, er ist schon da. Der war ja viel zu schnell da. Schlüssel, ne? Ich hätte doch gar nicht so schnell fliehen können. Ich meine, auch wenn ich direkt losgelaufen wäre, ich wäre ja ihm in die Arme gelaufen. Das heißt, ich muss vielleicht erstmal etwas finden, womit ich das hier aufmachen kann. Damit ich da mich verstecken kann, wenn er kommt. Fucking Sparfuchs, Alter. Hier ist halt zwar ein Versteck, aber bis hierhin komme ich niemals lebend an. Ja, ich gehe auf jeden Fall nochmal speichern, bevor ich das Ding kaputt mache. Malte, hey, danke schön für 20 Monate und hi, vielen Dank. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also ich
kann nochmal machen und dann lossprinten und hoffen, dass ich dann doch das noch schaffe irgendwie. Oder kann ich das Ding kaputt machen? Kann ich mich da drin verstecken? Oder ich verstecke mich hier. Und er geht dann dahin und dann trickst sich hinaus. Zum Glück ist unser Werwolf, ich meine, unser Sparfuchs ein Volltrottel. Okay. Ich lasse ihn reinrennen, so wie ich es gesagt habe. Ich lasse ihn reinrennen und dann renne ich aus der Tür raus. Macht auch einfach die Tür zu. Meinst du, Werwölfe können keine Türen aufmachen? Die haben doch keine Hände. Doch, die haben Hände. Die haben Krallen. Guck dir das an. Hier. Der schlitzt die Tür einfach auf. Okay, was ist hier? Okay. Hier ist ein Böckschen. Mit einem roten Schlüssel. Okay, jetzt können wir zu dem roten. Zu der Tür, wo jemand noch lebt. Aber speichern. Diesen Erfolg muss ich mir speichern. Ist Tür zerbrechen das gleiche wie Tür aufmachen? Denke nicht. Doch, das ist auch aufmachen, nur auf eine abenteuerliche Art und Weise. So, wen haben wir denn hier drin? Okay, hier sind noch irgendwelche Bretter. Ich weiß nicht, ob dahinter ein Loch ist. Wo ist der Typ? Page 3. The Spirit Box had been going off intermittently while they were there. But nothing too conclusive was said from it. Toby said it next to the upstairs door while he unsuccessfully tried to pry it open. Then a distant crash was heard from upstairs, followed by snarls. Some sort of animal? The spirit box seemed to react to its presence immediately. First it went silent, then it started screaming. As if in multiple voices, run, 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 the moon swallows you whole, then cutting the loud high-pitched static, causing them both to cover their ears. The creature above roared. Okay. Vielleicht, Chat, ist das kein richtiger Werwolf, so wie man ihn kennt, ein Werwolf, sondern das ist eigentlich ein Mensch. Habe ich es mitgenommen? Ein Mensch, der von den toten Hundegeistern besessen ist. Okay, was haben wir hier für eine Zahl? 7. R7.
und B5. Also 7, 5, 9. Okay, das ist ein Handle. Das war bei Rot, ne? Also eher ein Wendigo. Wendigo ist ein Mensch, der besessen ist von Hunden, Hundegeistern. I can't use it here. Oh. Cane Handle. Okay, ich dachte, das muss hier hin. Das war der Griff von dem Gehstock. Was für ein Gehstock? Ja, bevor ich das Ding aufknüpple, das Holz, speichere ich nochmal. Da stand Cane. Ich weiß nicht, was Cane ist. Was ist Cane? Ein Gehstock oder was? Ich sollte gehen, ne? Lüge, 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 Arschloch. Keine Ahnung, was das heißt. Oh! Okay, wie machen wir das? Muss ich das überhaupt machen? Weil da, ich habe dadurch gar kein Item bekommen, ne? Lohnt sich gar nicht. Aber was mache ich jetzt mit dem Gehstock-Griff? Das finden wir wahrscheinlich noch heraus, ne? Wahrscheinlich kann ich die Box kaputt machen, Leute. Aha! Lüftungsschacht. Das heißt, wir müssen, wenn wir, aus dem Waschraum mit, durch den Lüftungsschacht, in den Lüftungsschacht kommen, dann kommen wir wahrscheinlich hier raus. Kannst du nicht einfach im Loch bleiben? Nee, ich bin ja nicht drin gewesen. Ich gucke ja nur da durch. Okay, Portal. Hier kamen die Hundegeister raus. Jammed. Okay. Aus dem Portal kamen die Furries. Da kommt Draghi her? Okay, ich mache jetzt die Box kaputt. Und wohin dann mit mir? Raus. Nach rechts. Nee. Raus nach links und dann nochmal links, okay. Ausdauer tanken. Sorry fürs Doxen. Ich bin nicht der einzige Furry hier, doch. Das haben wir ja die nie gesagt, aber jetzt ist es soweit. Wir haben alle nur eine Rolle gespielt. Damit du dich hier wohler fühlst. Guck mal, da ist aber noch einer. So wie der andere. Oh, ich kann den ja verschieben. Aber da ist vielleicht trotzdem was drin. Nee. Can't pull it off with my hands. Ja, wir brauchen halt die Dingens, ne? To prone? Was ist... Was für prone, Alter? Ist okay. Ich kann nochmal hinlegen. Ja, irgendwas muss ich mit dieser Crane machen.
Ja, theoretisch könnte man das mit dem Messer machen, aber geht nicht. Oh, hier haben wir was. Was ich übersehen habe. There is a lockpick. Ui! Eine Skulptur eines prähistorischen Wesens. Hier ist ein Speicherpunkt, aber ich komme da nicht rein. Der hat mir das geklaut! Max. Max had a taste for blood and an impossible strong bite. He lived away from the other dogs and attacked anything on sight. Then one day a raccoon found its way inside. Sparfuchs. It didn't stand a chance as Max wrapped his mouth around its neck, ferociously shaking and tearing it to shreds. There is one thing that would release Max's death's grip, offering him a fresh bone. Okay. Da ist noch was zu essen übrig. Da unten kann man auch rein. It doesn't want to move. Das war vorher nicht da. Ich habe da reingeschaut. Fünf Bones are missing. Wird speichern, not gonna lie. Ja, ich kann auch jetzt nicht alle 2 Meter speichern. Immer bei jeder Kleinigkeit direkt speichern. Da ist ja der Thrill weg. Wo ist das, Chat? Oh, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Solange ich keine lauten Geräusche mache, kommt er auch nicht. Ist das hier? Nee, der Boden sieht ganz anders aus. Hier. Nee, der Boden sieht auch anders aus. Ich habe schon einen anderen Knochen gefunden. Ja, ich habe ja lauten Geräusch gemacht. Ich bin auch gegen diese Klimperkettchen gelaufen. Der geht nicht. Das ist ein Thrill, ja. Ich gehe schnell speichern. Oh, das ist der Boden hier. Oder? So sah doch der Boden aus, Chat. Oder? In dem Video? Aber hier ist nichts. Jetzt hast du den Thrill zerstört, weil du gespeichert hast. Ja, der kommt hier wieder zurück, der Thrill.
Jo, Melissa, was geht ab? Indem ich jetzt wieder längere Zeit nicht mehr speichere, ne, kommt das ja wieder. Ja, okay. Ich gebe erstmal Knochen ab. Vielleicht spawnt der nächste Knochen erst, wenn ich wieder den Knochen abgebe. Da komme ich immer noch nicht rein. Da sind Käfige, weil die Story hier irgendwie ist, dass hier wohl ziemlich viele Tiere eingesperrt waren, die aber dann irgendwie alle gestorben sind, weil sie nicht gefüttert wurden. Und die dann gestorben sind, weil die entweder verhungert sind oder sich gegenseitig getötet haben. Na, guck mal, es bleibt hier. Wo ist das? Oh, ich kann... Ah, okay. Ich weiß, wo das ist. Das ist hier, Chat. Leg dich doch hin. Ja, das zum Thema Geruch. Ein Scheiß kann der riechen. Oh, da. Jedes Mal, wenn ich dieses Heulen höre, muss ich an diese Workout-Clips denken mit diesem Typen in Wolfsmasken. Was redest du da? Was kaufst du dir für eine kranke Scheiße an? Okay, einer ist hier und der andere ist... Okay. Dann holen wir mal beide schnell. Ja? Da drunter. Okay, hab's. Das ist ein Klassiker? Nee, kenne ich nicht. Ein Klassiker in welchem Bereich? Im Workout oder was? Im Workout-Bereich ist es ein Klassiker oder was? Jeder Workoutler kennt das. Ich mache keinen Workout halt. Stark. Ey, ey! Scheiße, scheiße, scheiße! Boah, wie schnell ich bin, ey. Um die Ecke. Dann so auf den Boden geslidet. Wo? Und den Tisch. Zwischendurch noch einen Backflip. Die Treppe runter. Kann er gehen? Weg. Okay. So, jetzt kann ich das hier kombinieren. Und dann habe ich jetzt einen Gehstock. Wahrscheinlich kann ich jetzt irgendwie irgendwo von der Decke. Kann ich nicht ausrüsten. Oder ist es wirklich jetzt einfach
Da soll jetzt ein Dingens sein. Ein Handle. Für hier. Nee. Also wirklich halt irgendwo an der Decke, ein Dachboden oder so. Hier kommt er wahrscheinlich immer raus, ne? Hier ist nirgends sowas. Wofür ist der scheiß Gehstock? Chat, habt ihr eine Idee? Wofür man einen Gehstock hier benutzen könnte? Nee, Speicherpunkt beim Hund kann ich nicht rein. Long Cane with Hook Handle. Mehr steht da nicht. Jo, gute Nacht, Escaped. Ciao, ciao. Die Tür, die man oben nicht öffnen kann. Ja, aber was bringt mir der Hebel dafür? Der Gehstock. Vielleicht bist du auch einfach zu schlecht gekleidet und brauchst jetzt noch einen Anzug und Zylinder. Ah. Ja, das habe ich noch nicht gefunden. Geh mal speichern. Bevor der große böse Wolf kommt. Hatte Rotkäppchen oder Rotkäppchens Mama irgendwie ein Gehstock gehabt, mit, das irgendwie wichtig war in der Story? Vielleicht ist das hier so ein Rotkäppchen-Story. Ich hätte halt gedacht, das ist halt wirklich hierfür, ne? Aber nee. War irgendwo ein Käfig oder ein Gitter, wo man ein Item hinter war, aber könnte man Stock jetzt dahinter? Ich kann mal schauen. Chat. Der Werwolf hat Angst vor sich selbst. Er hat Angst vor Spiegeln. Ja, ich habe auch schon überlegt, vielleicht ist es in dem einen Loch, was ich, nachdem ich gestorben bin, nicht nochmal neu aufgemacht habe. Hier, dass man da vielleicht irgendwie reingreifen kann. Ich glaube, ich fliehe hier hin, Chat. Ich klopp das Ding auf und dann fliehe ich nach dahin.
Tuch removen? Welches Tuch? Man kennt die Großmutter, aber die wurde gefressen. Brauchst einen Jäger mit einer Flinte. Ja, wir brauchen dringend eine Flinte. Nee, Lüftungsschacht geht auch nicht. Ich denke mal, da brauchen wir erst irgendwie einen Schraubendreher. Oh, da ist es. Nice. James lebt noch! Jane, is this you, Digga? James, thank God you're alive! Ich meine, Keggy, same for you. I thought I was the only one left. I think it's just us. The Wolfman got Melissa and Jack. What? Melissa too? It wasn't supposed to be like this. Was hat Keggy zu verbergen? What do you mean? Nothing. Look, we need to get out of here. Yeah, I've been trying, but this place is like a prison. Tell me about it. I think there's some sort of security mechanism locking some of the doors. That's how I got trapped here. You'll need to turn it off somehow. Okay, I'll try. But will you be okay in there? Yeah, I'll be fine. It hasn't found a way in yet. By the way, are you feeling alright? You look a bit strange. I don't know. Strange? Strange how? Not sure, just something about your eyes. Sie wird zum Werwolf-Chat. It's probably just the light. This place has me feeling crazy. Yeah, me too. Oh, and hey, before you go, you should take this. Might come in handy for you. Schraubendreher. Yeah. Thanks, that's just what I needed. Aber Chat, wenn Keggy nicht der Werwolf ist, dann ist es doch irgendwie Toby oder Michael oder so. Aus der Story, die hier wir finden innerhalb von diesen Schnipseln. Aber ja, er hat weder Keggy noch Jane umgebracht. Aber die anderen schon. Why? Und Keggy scheint ja irgendwie Plan zu haben, was hier abgeht, ne? Dieser kranke Bastard. Keggy hat einen Deal mit dem Hundemann. Du warst nicht eingesperrt wie die anderen. Vielleicht bist du am Ende der Werwolf. Oh, wir sind jetzt hier drin. Ja, ich war ja auch in so einem Käfig. Halt nicht in einem Raum, aber in einem Käfig. Code. Cage Prey. On a farm, there was a barn cat. In the day, it would hide from dogs. In the night, it would hunt for rats. It loved to break their legs and watch them struggle, making them think they could escape before eating them whole. But one day, the cat grew bored and saw birds by the road. And so that day, it decided to hunt for crows. It snuck real close and waited for its time to strike. And when the time finally came, it longed on its prey and it died. But what the cat didn't see was the incoming car. The car was too fast, so the cat couldn't get very far. The car hit the brakes, but it was too late. The cat had gone from hunter to prey. Was ein Scheißgedicht. Looks like another dog skeleton. It's a bunch of, oh, das ist ein Code-Chat. Nein. Also erst Hund, dann Katze, dann Vogel, dann Maus. Ich dachte vielleicht die Nahrungskette quasi.
Hund der krasseste, danach die Katze, dann der Vogel, dann die Maus oder so. Oder frisst, kann so ein großer Vogel die Katze snacken. Nee. And found it was a barn cat. In the day it would hide from dogs. In the night it would hunt for rats. It loved to break their legs and watch them struggle, make them think they could escape before eating them all. But one day the cat grew bored and saw birds by the road, and so that it decided to hunt for crows. It snuck real close and waited for launched its prey and it died. Oder if, nee. Ich wollte gerade sagen, die Reihenfolge, wie die Tiere gestorben sind, aber der Hund ist ja nicht mal gestorben. Einfach nur die Reihenfolge, wie sie dort erwähnt werden. Also Cat, Dog, Red Bird. Das ist ja richtig scheiße. 5714. Madness, hör auf. Okay, ich dachte, das laute Geräusch wird jetzt den Doggo hier anlocken. Ja, ist irgendwie nicht gekommen, komischerweise, ne? Deshalb ist er nicht gekommen. Das ist ein Arschloch-Sparfuchs, genau. Gib's ihm. Er wird schlauer. Der ist weggeflattert, ja. Der kann fliegen. James? Alles in Ordnung? Ich hol dich da raus. Ich mein Keggy. Was war der Code? 5714. Ja, okay. Okay, I put the code in. Did it work? Yes. I think we should be able to get out of here now. Okay, let's go. The wolfman could come any second. Yes, I'll meet you at the basement entrance. Be careful. You too. Don't let it hear you. Basement? In dem Basement war der ganze gruselige Scheiß, der in der Geschichte geschrieben stand. Keggy will uns in den Keller locken. Oh mein Gott. Der will ja irgend so ein Ritual abziehen. Erschreckt. Habt ihr erschreckt, oder? Alright, let's get the hell out of here. Okay, Chapter 3, oder? Nee? Okay. Doch. Acceptance! Hey, I know things are rough, but it's going to be okay. We can get out of it, this.
I don't deserve to make it out of this. What? Why would you say that? Look, Jane, there is something I haven't been telling you. It wasn't Jack's idea to come here. It was mine. What? What do you mean? I knew the Wolfman was real. Well, I knew it was more than just stories anyway. What? How would you know something like that? Well, you know already. My dad's a cop, and people really did go missing out here. But that's not the full story. He told me they found one of the bodies. They were completely mutilated, in a way no animal out here could have done. Not even a man. There was a big hunt looking for whatever could have done it. They thought it could be a bear or something, but they didn't find anything. But my dad always warned me to never come out here after that. He believed something was out here. I knew the stories. I knew it would be a full moon tonight. So I told him we should come here. And you know, Jack, he's always been obsessed with cryptids. So of course he jumped on the idea. And the thing is supposed to be territorial. So when it got late, I told him about the shack. Convinced him it was a good idea. I watched from the woods as the thing broke in and pulled him out. I heard him screaming. Oh, Chad, kommt jetzt irgendwie so eine fucking Love Story, dass James eigentlich was von Melissa haben wollte. Aber Jack hat Melissa ihm weggenommen. Und jetzt wollte er damit irgendwie Jack umbringen. Aber jetzt hat's Melissa auch erwischt. Oh, James will was vom Wolf, genau. Er ist verliebt in den Wolf. But after that, I knew things were going too far, so I ran after him, but when I found him, he was dead. The creature had already eaten away most of him. I started to run, but it caught me. I screamed and tried to get away, but it just knocked me unconscious. I guess it wasn't hungry for me yet. But why would you do this? They're our friends. Because I hate him. I always hated him. Him and his perfect life, and how he always rubbed it on our faces. Like getting married to the perfect girl. He dragged us all the way out here just to tell us that. She should have been mine! Aha! Uh-huh. I just wanted their perfect night to get ruined. I want him to hurt. Look, I know I'm twisted, but I really didn't mean for it to end up like this. Can you forgive me? Also im Hauptmenü stand, man kann nicht von Chapter aus 3 starten. Also sprich, wahrscheinlich bedeutet das irgendwie von wegen dieser Entscheidung hier wird was fürs Ending beitragen. Ich muss ihm vergeben. Er ist ich. Ich muss mir selbst vergeben. Das ist so eine Metapher für mich. Wenn ich nicht mir selbst verzeihen kann, dann kann ich niemanden verzeihen. Maybe I can. Look, I don't believe you wanted it to go this far. But it did, and we can't change that now. I don't know if I can forgive you, but right now we just need to focus on getting out of here. Yeah, you're right. I'm sorry, I won't let you down, I promise. Der betreibt massive emotionale Luftverschmutzung. Aber da müssen wir durch. Okay, hier sind ganz viele Spiegel. Der hat Angst vor all diesen Spiegeln hier. Der hat die hier alle gesammelt, weil er Angst vor denen hat. An unstoppable beast, an insatiable bloodlust. It will tear out every piece of you until there is nothing left. A sword to kill it hidden in the dark. Use the moonlight to show you the way. Step the beast through its heart to free you from its torment and pain. Okay, wir brauchen Moonlight. Oh, you found Jack's bed. Yeah, I don't even understand how it got down here. I'm gonna use it to break that thing's nose. Good. You should probably find something to fight with, too. Might be something down here. Okay.
Aha. Laserrätsel. Es muss hier ankommen, der Laser. Skyrim-Rätsel? Ich hätte jetzt gesagt Zelda. Mit dem Spiegelschild. Man kann es auch übertreiben ein bisschen hier mit den Spiegeln. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Hä? Oh. Okay. In Resi 5 gab es das auch? Kann ich mich gar nicht erinnern. Sind jetzt was? Ah, da ist das Schwert. Let's fucking go! Ich hab ein fucking Schwert, Chat. Was nehmen wir noch mit? Ich will den Code hier weglegen. Junge, jetzt wird mies gemessert. Jetzt ist es Skyrim. Ja, jetzt ist es Skyrim. Was hältst du davon, hä? Ich hab schon eine coolere Waffe als du. Ha! Are you sure you're ready to go? We need to be prepared. Yeah, let's leave. Let's get the hell out of here. So, wir gehen jetzt auf Werwolfjagd. Ich bin jetzt hier die Katze. Und hier gibt's kein Auto, was mich aufhalten kann. I'm gonna break your face, motherfucker! Ey, das ist aus Dingens Chat. Das ist ein Zitat aus dem Song von Killer Instinct. Heißt Killer Instinct das Fighting Game? Hätte ich schneller machen können? Yeah, die Monster! Did we do it? Ne, er lebt noch. Yeah, I think we did. Are you okay? I don't know. That thing cut me up pretty good. James vomits. Okay, I feel a bit better now, actually. Yeah. Okay, sie kotzt auch. Ja, beide verwandeln sich jetzt. It's yellow in color and almost glowing. Some strange chunks present in the spew. It feels as though the claws digging into your chest since you woke up finally released and you can breathe again. Yeah. Me too, actually. I can't believe we actually killed it. Let's get the hell out of here, man. Yeah, we should go find help. Aber es gibt eine Möglichkeit, nicht sich zu verwandeln. Also nicht auch Werwolf zu werden. Ich denke, wenn du ihm nicht verzeihst. Kann ich doch mal laden? Aber wenn ich Continue mache, dann starte ich jetzt schon ja, hier oben. Ja, ich kill jetzt James.
hast das Werwolf-Gift ja quasi ausgekotzt. Das ist das Good Ending. Oh, ist das das? Ich dachte, die haben jetzt das gelbe Zeug gekotzt, weil sie vergiftet sind. Ja, man kann halt nicht Chapter 3 starten. So, ich kann halt jetzt nicht nochmal eine andere Entscheidung nehmen. Ja, es muss an sich ja das Good Ending sein. Ich habe ihn verziehen und ich habe den Wolf getötet. Es muss ja an sich eigentlich Good Ending sein. Vor allem, es stand ja auch, wenn man ihn mit dem Messer, mit dem Schwert besiegt, dann befreit man sich auch aus seinem Fluch. Also denke ich mal, ist damit gemeint, dass ich jetzt nicht mehr mich in den Werwolf verwandle, I guess? Ja, das war ein gutes Spiel, oder? Chat, ich habe ja gesagt, das nächste Spiel ist ein gutes Spiel.